Die kommen noch irgendwann, wenn ich denn dran denke. So, jetzt haben wir die Zeit auch gut überbrückt. Denn jetzt ist es gerade Abfahrt auf dem Stream und deswegen wollen wir natürlich jetzt auch sofort rübergehen. Auf geht's! Heroic gegen Astralis. Es ist die Map Nummer 2 und es ist ein Astralis, was jetzt wieder zurückkommen muss zu alter Stärke. Weil Yugi wieder die CZ und die hat er eben gerade auch schon richtig gut in Einsatz gebracht. Gucken, ob er das nochmal machen kann. Man hat zwei Spieler in der Mitte. Mittekontrolle ist da. Der Boost übers Window kommt auch. Besten Dank, dass du da die Map einblendest. Lieber Herr am Cleanfeed. So, Connector ist man drin. Weiß man natürlich eigentlich auch auf Seite von Astralis. Da muss man mit rechnen. Trotzdem bekommt man hier einen kleinen Überraschungsmoment. Die Weiß kann da aber direkt refraggen. Zipex auch mit dem Frag. Und dann ist es Rubino. Und der hat sich da über die Ramp irgendwie auf den Spot geschlichen. Und wollte da wahrscheinlich noch irgendwie den Plant hinbekommen. Aber ist nicht. Und damit eine sichere Pistol-Round hier für Astralis. Und ich würde jetzt einmal vermuten, dass sich hier auch ein Sieg für Astralis einstellen wird. Aber wollen wir doch mal sehen. Hätte mich mal, dann machen wir Global fertig. Nee, so Matchmaking Rank ist mir tatsächlich relativ egal. Also wirklich, ich lasse den auch bewusst ausblenden und spiele kein Matchmaking mehr. So, lieber Face It, Ezea, irgendwie sowas. So, komplette Deko, also eine Deagle-Eco, wenn man sie denn schön aussprechen möchte, bei Heroic. Und das hat Astralis auch in den beiden Ecos, die sie nach der verlorenen Pistol-Round spielen mussten, gemacht. Und so tut es Heroic hier auch gleich. So, Mitte-Kontrolle, das leidige Thema bei Mirage. Ist das Hauptziel hier auch erstmal für Heroic in dieser Runde. Und das hatte man auch erstmal. Beziehungsweise hat Astralis auch erstmal die Mitte einnehmen lassen. Aber dann ist man da auch von allen Seiten da und kann da auch die Frags setzen. Und am Ende hat man zwar zwei Frags gezogen und es sind nur drei Spieler von Astralis über, aber die Runde wird es dann wahrscheinlich doch nicht. Snappy kann da die Weiß nochmal holen, überlebt dann noch mit 2 AP auf kurz. Ja, aber Zipex, der piekt da mal kurz rein, kann sich jetzt vielleicht dann auch noch die Waffe sichern. Ja, die M4, die bekommt er noch. So, und jetzt sehen wir jetzt auch nochmal folgend natürlich die Full Eco bei Heroic. Man hat den Plant in der ersten Runde nicht hinbekommen. Altes Spiel wisst ihr natürlich auch. So, auf geht's. Und Astralis möchte jetzt die Eco hier kaputt schießen. Eine Flash hat man dabei. Spricht natürlich für den Rush. Und wir sehen da auch schon einiges, was sich aufbaut über den Palace. Zu viert in den Palace. Einer an der Rampe. Von da aus dann wahrscheinlich auch die Flash. Genau, Snappy hat die Flash in der Hand. So, und raus geht's. Glaive, den kümmert diese Flash aber überhaupt nicht. Er hält einfach mal seinen MP9-Strahl rein. Hat auch noch Supporter von Device. Und dann ist es eine Menge Geld, was da auf sein Konto kommt. 8-1 stehen im Ganzen jetzt zu Buche. Und dann geht es jetzt rein in die erste Waffenrunde dieses Spiels. Mein Lieblingsteam habe ich tatsächlich jetzt gar nicht so direkt. Könnte ich jetzt gar nicht so richtig sagen. Schwierig. Ich versuche einfach nur vernünftiges Counter-Strike zu sehen und das Ganze möglichst neutral zu betrachten. Dann machen die Spiele auch mehr Spaß. So. Für Heroic in der Waffenrunde tatsächlich mal direkt was Richtung B ausprobieren, mal anprobieren, ob Astralis denn da richtig gegenhalten kann. Und tatsächlich können sie es. Die Weiß und Zipex, die haben das Ganze über Jahre perfektioniert. Da kommt mal einmal die Flash rein. Die Weiß piekt dann auch, nachdem die Flash schon lange aufgeploppt ist, einfach mal mit der AWP rum. Ist da einfach auch confident genug und holt sich dann Yugi raus. Und somit verbleiben die Heroic-Spieler jetzt nur noch zu dritt. Und man geht über den Weinkeller jetzt Richtung A und auch das wird man auf dem Schirm haben. Die Weiß sogar noch auf dem Schirm, dass er potenziell natürlich jetzt auch ins Window wieder reingeboostet werden könnte, was da tatsächlich sogar stattfindet und das sollte eigentlich ein einfacher Frag für die Weiß jetzt werden. Sei denn, man geht jetzt vielleicht nochmal irgendwie über den Mini-Döner Richtung B, aber das glaube ich nicht. Oh, die Weiß, ganz unglückliches Timing da. Das ist bitter. Hätte da den Spieler im Window sehen können, jetzt wird hier aber getauscht und dann sollte Magisters eigentlich gleich mitkriegen. Und das ist viel zu viel Raum, den man bekommen hat, ohne dass irgendeine Info bei Astralis ist. Man spielt natürlich jetzt auf Retake, lässt die Preda im Ninja stehen und der Molly, der kommt
Underwood und nicht Ninja und damit kann Dupree hier weiterhin in der Posi bleiben und wahrscheinlich wird sie dann nicht mal gecheckt, denn man hat auch nicht mehr viel Zeit auf der Uhr und muss jetzt auch bald die Bombe down kriegen und dann kann Dupree aus der Position überraschen, geschweige denn, dass man hier eigentlich auch schon von allen Seiten was positioniert hat, aber Nico und Snappy bekommen da die ersten beiden Frags, aber Dupree, das meinte ich, da wird jetzt einfach nicht drauf geachtet, dann wird der Planter geholt, 10 Sekunden, Nico fällt dann auch noch und Snappy, die Bombe meilenweit weg, da kann überhaupt nichts mehr machen, 20 AP, bring die AK durch, Junge, mehr kannst du nicht tun und vierte Runde für Astralis, man hat sich die erste Waffenrunde gesichert. Magis kann dann nochmal die AWP aufsammeln. AWP und AK ab mit in die nächste Runde. Sound broke. Was ist los? Der Sound ist broke. Das glaube ich nicht. Ich höre es mir gerade nochmal. Sound broke. Was ist los? Eigentlich ist der Sound nicht broke. Sound ist delayed. Jetzt macht mir hier mal kein Schnipsel. Ich lasse die Runde nochmal. Alles gut. Also ich höre jetzt einfach mal auf den, sagt der alles gut ist. Auf den höre ich mal. So, wir haben wieder eine gute alte Deko von Heroic. Sogar ohne ordentlich Equipment. Einfach nur das Geld, was man verwenden kann, rauswerfen. Und in der nächsten Runde jetzt auch mit dem Max-Loser-Bonus kann man natürlich trotzdem gut kaufen. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Okay, dann glaube ich euch mal. So, Heroic, massig Geld. Wie schon erwähnt, 5er Loser-Bonus, mehr geht nicht. Deswegen natürlich auch Max-Loser-Bonus genannt. Und man hat sich nicht komplett runtergekauft letzte Runde. Sonst wäre der Max-Loser-Bonus zwar ausreichend, um ein bisschen was zu kaufen, aber so kann man jetzt auch noch gut an Utility dazu gewinnen. So, die Smokes sind auch. CT ist im Anschlag bei Rubino. Aber ich glaube, ein simpler Smoke-Go auf den A-Spot soll es hier nicht werden. Man hat immer noch zwei Spieler in den B-Apps stehen und wahrscheinlich soll es dann irgendwie über den Underground gehen. Da marschiert auch schon Snappy durch. Also Underground 2 über Connector, Standard-Smokes rauswerfen und rauf auf den A-Spot. Das jetzt also der Plan. Vielleicht bringt es zumindest erstmal den Plant. Aber Astralis geht da nicht so weit, dass man sagt, okay, wir spielen direkt auf Retake. Nein, wir defen das Ganze ganz normal. Und man rechnet natürlich auch mit den Spielern, die da über Underpass kommen. Die fängt man sofort ab. Die Frieda spielt das Ganze ganz solide aus über den Underwood. Ja, und dann ist es halt einfach komplett gegessen. Also das ist nichts, womit man Astralis hier großartig aus der Reserve locken kann. Das spielen sie hier ganz solide runter. Okay, wenn der Sound Delay hat, dann nur ganz kurz, nehme ich euch nochmal kurz mit. Wir haben ja gerade sowieso eine Pause. Kurz auf die Cam, weil dann haue ich nochmal ganz kurz einen Reload rein. Warum kann ich es nicht darauf lassen, wenn ich den Reload mache? Weil ihr sonst den Link seht und dann komme ich hier noch eins an die Löffel. Hoffe ich mal, dass jetzt das wieder Ganze funktioniert. Und jetzt ist... Uiuiuiui. Das war jetzt aber... Was macht denn jetzt mein... Ah. So, jetzt funktioniert's. Ihr habt überhaupt nichts gesehen. Hat einfach mal kurz minimized. Wieso auch immer. So, wollen wir mal hoffen, dass jetzt alles passt. Wenn gleich Schüsse fallen, dann könnt ihr mir mal Rückmeldung geben, wie es aussieht. Und damit weiter in die nächste Runde. Heroic ohne Geld. Ein Max-Loser-Bonus reicht dann natürlich an dieser Stelle auch nicht aus. Oh, das wird schwierig. Man hat zwar Kevlar Helm dabei, man spielt natürlich auch darauf, dass man wahrscheinlich die Runde jetzt verliert und dann nächste Runde mit Max Loser, den man ja behalten würde, wieder weiterkauft. Oder kann man vielleicht noch ein bisschen mehr machen. Snappy und Yugi haben da schon gut was gefressen und die weiß hier auf Close Distance. Ich wollte gerade sagen, wenn der verschießt, dann könnte er fallen, aber macht da einfach den No-Scope. Da ist er einfach auch viel zu routiniert für. Wenn es nochmal eine Pause geben würde, gehe ich auch nochmal ein bisschen auf die Fragen und Sachen ein. Es ist immer noch ein Delay. Das ist merkwürdig, aber ich nehme mal an. Ich müsste jetzt nochmal kurz genau hinhören. Vielleicht kommt das Ganze sogar vom Cleanfeed. Dann hätte ich da jetzt keinen Einfluss drauf. Aber ich könnte mir eigentlich nicht vorstellen, wieso jetzt hier ein Sound-Delay reinkommen sollte. Ich schaue noch mal ganz kurz, ob ich hier vielleicht noch mal was anpassen kann. Und vielleicht jetzt. Ne, also bei mir passt es, dann muss da echt irgendwas an mir liegen. Weil wenn ich es vernünftig sehe, dann muss ja auf meinem Weg zu euch irgendwas nicht passen. Ich lasse jetzt die Runde noch mal kurz laufen und dann probiere ich noch mal, was da geht. Aber
Ist es ein großer Delay oder ein minimaler Delay? Weil einen minimalen Delay habe ich jetzt hier gerade auch beim Clean Feed. Oder ist es jetzt wirklich so, dass es 2 Sekunden verzögert kommt? Also ja, ich werde gleich nochmal versuchen. Vielleicht klappt noch ein zweiter Reload. Ich weiß es nicht, woran das liegt. Sonst den Stream vielleicht neu starten. Irgendwie so. Also, 7:0 für Astralis. Und eben das hatte ich auch vorher natürlich. Ja, dann ist es leider ein Clean Feed Delay. Dann habe ich leider, für alle, die wissen, was ein Clean Feed ist, keine Möglichkeit darauf, jetzt gerade Einfluss zu nehmen. Ja, es ist ein kleiner Delay da. Das tut mir leid. Ja, okay, dann ist es, dann ist es der vom... Ja. Ich würde es gerne fixen. Ich kann es nochmal reloaden und probieren, aber ich weiß es jetzt auch nicht ganz genau, was ich machen soll. Wollen wir mal hoffen, dass es sich gleich von alleine einstellt. Und wir sind jetzt im 2 gegen 2, 20 Sekunden auf der Uhr. Man steht am B-Spot, aber den Pre, oh, wollte gerade sagen, er könnte da nochmal ein bisschen was gegenhalten. Und dann ist es Moddy, der sich da allein davon geschlichen hat. Wir haben noch Device in der Kitchen. Und Rubino, der jetzt langsam über das B-Haus kommt, aber immer noch schnell genug. Device, bekommt der da Moddy? Ah, da verrät er sich jetzt mit dem Molly Richtung K. Bankt er nicht zufällig durch. Oder auch doch, er bankt einfach mal durch. Aber das reicht nicht für den Frag. Moddy hatte noch 100 HP. Switcht dann nochmal auf die AK-Device. 1 gegen 2. Fällt dann auch. So, und jetzt werde ich nochmal ganz kurz probieren, etwas zu machen. Aber beim Clean Feed, wie gesagt, ist da immer so ein bisschen die Hand gebunden quasi. So, ziehen wir mal so. Und dann machen wir mal so. Und dann hoffen wir mal, dass es weitergeht. Wir starten in die Runde. Ihr habt nichts verpasst. Und dann hoffe ich, dass ihr es trotzdem einigermaßen genießen könnt. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es gerade richtig auf den Piss geht beim Zugucken. Ich kann euch auf jeden Fall verstehen. So, 7:1 für Astralis. Und wenn man jetzt direkt die Folgerunde wiederholt, na, dann ist es natürlich Money Broke bei Heroic. Und dann läuft man hier Gefahr, Richtung 10:1 sofort zu marschieren, weil dann ist halt einfach gar kein Geld da. So, Mittelkontrolle wieder aufbauen. Im Prinzip wie jede Runde bei Heroic, aber meistens schon frühzeitig unterbunden. Bis auf die Runde, wo man natürlich dann über den Argo, den Switch, das gespielt hat. Und ein ähnliches Konzept eigentlich jetzt auch. Man geht zwar nicht über B-House-Apps und dann über den Weinkeller, man versucht direkt über Mitte-Kontrolle rein in den Connector. Einen im Palace abgestellt, einen an der Rampe abgestellt. So, Device über den CT. 3 gegen 5. Magis ist da immer noch in der Ninja-Pose. Und da wurden sie eben gerade schon mal überrascht. Kann er dann nochmal irgendwie aus dieser Position? Oh Mann, den haben sie überhaupt nicht auf dem Schirm. Aber so kann er nur einholen. Da standen nicht mehr Spieler bereit. Aber der Molly ist gut. Aber der kommt nicht richtig. Magis, nächsten geholt. Guck Richtung Palace. Ah, Zipex hätte da auch nochmal den Track bekommen, wäre der Retag bestimmt gut durchgegangen. Jetzt wird es schwierig, aber man kommt nochmal Snappy und jetzt hat man den Palace-Spieler. Und der hat kein Kit. Holt sich ein Kit. Aber das reicht nicht mehr. Ist das bitter. So ein verdammt schöner Retake. Und am Ende reicht es nicht. Man bringt zwar eine AWP durch. Und man nimmt alle Waffen raus bei Heroic. Aber das reicht einfach nicht. Hauptsache, wir haben einen tollen Caster. Das höre ich doch sehr gerne. Wie gesagt, ihr habt ja auch nochmal den Feedback-Link. Da könnt ihr auch nochmal ausführlich schreiben, ob und wie und was auch immer ihr an dem Cast gut und schlecht und hast du nicht gesehen findet. Gerne rein damit. Irgendwo muss man das ja manifestieren. So, ab in die nächste Runde. Heroic konnte die Folgerunde sich sichern, wenn auch sehr, sehr glücklich am Ende. Nachdem man den Spot eigentlich gut eingenommen hat, hat man den Retake dann einfach geschehen lassen, indem man wieder auch Ninja nicht gecheckt hat. Und das schon das zweite Mal. Und so konnte Astralis die Jungs nicht Money Broke setzen. Ist jetzt ihrerseits ein Money Bedrängnis. Wenn sie die Runde verlieren, dann heißt es auch Eco für Astralis. Auch wenn man da schon im 3er-Loser-Bonus drin ist,
sollte das nicht genug sein. Wobei wir natürlich auch heute schon oft genug erlebt haben, dass heute eine ganz schön große Force-Lust da ist. So, Zipex fällt im CT und dann ist es auch kein Problem mehr, Dupree rauszunehmen. Man bringt drei Waffen durch bei Heroic und bei ihnen baut sich so langsam aber sicher ein kleines Moneypolster auf. Und das will man jetzt natürlich auch noch vergrößern. Man weiß, Astralis hat kein Geld und wenn sie jetzt nicht forcen, und das tun sie nicht, weil sonst könnten sie ja nächste Runde nicht kaufen bei dem Geld, was sie jetzt gerade haben, kann man jetzt vielleicht mit der MAC-10 sich da ein bisschen Geld zurechtlegen bei Heroic. So, und dann im Prinzip dasselbe Spiel wie so oft. Drei Spieler in der Mitte oder eben B-Haus Richtung Connector und ein bisschen was Richtung Rampe und Palace abstellen und dann ganz normal von beiden Seiten Richtung A exekuten. Das soll es jetzt wahrscheinlich hier planmäßig wieder werden. Man muss natürlich jetzt hier drauf gehen, dass man vielleicht auch den Kurzspieler, der jetzt Dupree heißt und da gerade mal ein bisschen Kniebeugen macht, erwartet da den Molotov und geht jetzt auch mit ins Window. Kriegt man jetzt einen Frag Richtung Window oder wird man vielleicht gefragt? Nico bekommt den Frag. Ja, und dann wird es jetzt halt auch immer schwieriger. Nachdem der Spot jetzt schon halb weg ist, Muggles bekommt dann nur ein. Ja, ist es dann auch ein leichtes, mit den Waffen darüber zu pushen. Snappy konnte da auch ein bisschen Action machen mit seiner MAC-10. Ja, und dann ist es keine große Gegenwehr in dieser Eco von Astralis. Aber auch alles nur Vorbereitung für diese Runde jetzt. Wir haben Tactical Timeout bei Astralis. Ist mittlerweile der Delay eigentlich ein bisschen besser geworden. Tatsächlich achte ich überhaupt nicht auf den Sound, wenn ich rede, weil ich dann teilweise meine Stimme schon deutlich lauter höre als der Sound. Also da müsst ihr mir dann auch ein bisschen helfen. Danke fürs Feedback, krasser Jack. Werde ich mir auf jeden Fall in der Pause mal reinziehen. So, 7 zu 4 für Astralis. Man hat richtig stark begonnen. Wieso ist der englische Stream nur auf Facebook? Wie kommt man auf so eine Idee? Ja, das kann ich dir nicht sagen. Unser 19er Damage Stream gibt es natürlich wie gewohnt auf Twitch. Mehr kann ich dir dazu nicht sagen. So, liebe Leute, also was ich sagen wollte. 7 zu 0 hieß es für Astralis. Dann hat man eine Runde abgegeben. Man hätte die Gegner direkt danach Money Broke setzen können. War eine knappe Runde. Ja, und jetzt beginnt Heroic hier die Runden zu holen. Und holen sie jetzt diese, ja, dann ist es ganz umgedreht. Dann ist auf einmal Astralis im Max-Loser-Bonus, nachdem man 7 Runden in Folge holen konnte. So schnell kann das hier gehen. Und das ist auch das Tolle an Counter-Strike. Du kannst eigentlich, selbst bei einem 7-0, wenn da irgendeiner reinguckt, der noch nie Counter-Strike gesehen hat, sagt er, ach mein Gott, das ist ja vorbei. Das heißt überhaupt noch gar nichts. Das ist die Pistol-Round, 2 Folgerunden und 4 Waffenrunden. Und wenn jetzt Heroic hier ein paar Waffenrunden auf T-Seite holt noch und vielleicht 5-6 Runden macht und dann noch 5-5 CT-Seite spielt, dann ist das komplett drehbar. So, man baut sich auf. Drei Spieler an der Rampe. Man wirft die Smokes. Man hat einen am Palace stehen. Ja, und dann einen Lurker abgestellt. Und das ist traditionell natürlich immer der gute Snappy. So, und man spielt es hier fast schon wieder auf Retake. Diesmal hat man hier den Spieler am Ninja rausgenommen. So muss das sein. Heroic lernt zumindest aus den Fehlern und Astralis ist ein so routiniertes Team, dass sie jetzt schon sagen, Rückzug, diesen A-Spot, den brauchst du nicht mehr angreifen. Wir versuchen, unsere drei Waffen mit in die nächste Runde zu bringen. Ja, und das heißt natürlich, sie wissen, wie ich schon erwähnt habe, Max Loser kommt rein. Wenn wir jetzt drei Waffen durchbringen mit dem Geld, was wir dazu bekommen, können wir nochmal ganz gut kaufen für die nächste Runde. Bloß nicht diese Waffen jetzt verlieren. Wir wissen auch natürlich jetzt von Astralis Seite aus, Mensch, Heroic hat ja 5 Runden gewonnen. So viel bringt es uns nichts, jetzt deren Waffen zu ziehen. Ist natürlich immer noch schön und bringt uns natürlich auch vielleicht noch eine AK. Aber natürlich immer noch besser, dass wir die drei Waffen durchbringen, als dass wir jetzt noch irgendwie auch Zwang da die Waffen von Heroic abziehen. So, da knatscht der Stuhl schon vor lauter Aufregung. So, und genau das ist es jetzt hier im Geld. Die Spieler, die jetzt durchgebracht haben, können durch den Max-Loser-Bonus, wenn sie dann nichts weiter an Utility nachkaufen, eine M4 legen. Und somit können das nach 3 gelegten Spielern, müssen nur 2 Leute die M4 legen. Der andere Spieler kann sogar noch voll Utility reinkaufen. Die Spieler, die gelegt bekommen, können auch voll Utility reinkaufen. Und so kann man sich dann noch mehr einen kompletten Full-Buy finanzieren auf der Seite von den, ja, CT-Dänen. Wir haben ja heute 2 dänische Teams hier. So, Yugi
an der AWP bei Astralis. Die Weiß bekommt da keine und Modi, ja, werfen da eine Smoke, die ein Gap lässt bei Astralis. Und die nutzt Modi aus, holt sich da ganz gemütlich einen Frag. Zum Glück ist Glaive da, der dann nochmal ein bisschen delayed den Refrag zieht. So, keiner im Unterholz, auch wenn da schon öfter einer stand. Die Nate, die sollte ihn doch hier rausnehmen, tut sie auch. Snappy down. Aber es ist schon wieder erstmal die Kontrolle über den A-Spot und die eine Smoke am Jungle, die hält Astralis hier gerade noch komplett auf. Und so sollte auch der Plant hier erstmal durchgehen, wenn man ihn denn ansetzt und bekommt Zipex raus. Jetzt ist es Dupree, der dann nochmal über den Palace kommt. Den hat man bis jetzt noch nicht auf den Schirm. Und natürlich Glaive. Und jetzt muss der Retake funktionieren und das hat man schon oft hinbekommen. Wir erinnern uns an die Runde, in der man sogar eine AWP am Ende durchgebracht hat, aber es für den Diffuse nicht mehr gereicht hat. So, und das ist Dupree und der überrascht da erstmal Rubino und so kommen wir nochmal auf ein 2 gegen 2 ran. Nico, der bleibt einfach im Ninja stehen. Und das macht er gut, denn Dupree kann da nicht hingucken, er muss viel zu viele Orte bewahren. Glaive bekommt Nico, will da nochmal den Diffuse unfaken. Können die das nochmal retaken? Nein, Yugi nimmt Glaive raus. 6. Runde in Folge bei Heroic T-Seite Mirage. Unglaublich, was hier heute passiert. Und das ist die Pause. Und das ist definitiv Tactical. Und das ist definitiv Astralis. Und da sehen wir es auch. Ja, die müssen aufwachen. 7 Runden in Folge geholt. Und jetzt 6 Runden in Folge verloren. Und das kann man nicht nur auf die eine unglückliche Runde ziehen. Ich meine, klar, ich kann es immer wieder erwähnen. Holt man diese knappe Runde mit dem Diffuse, der nicht mehr durchging, dann ist Heroic Money broke. Dann holt man wahrscheinlich auch noch die Folge- und die Folgerunde. Ja, aber so Pustekuchen. So kommt Heroic nochmal richtig ran und holt 6 Runden in Folge. Und das auf der T-Seite, auf der Map, auf der man eigentlich Astralis noch am meisten zutraut. Aber auch gegen Mouseboss hat man sich hier in der ESL Pro League geschlagen gegeben auf Mirage. Und daraus hat Heroic vielleicht gelernt, es Mouseboss da ein bisschen gleich zu tun. Mein Ezea-Rang. Ich spiele gerade kein Ezea mehr. Ich war aber B- oder C, irgendwie sowas. Nicht besonders gut. Ah, oh, Yugi, gegen die Weiß, da einfach mal ein schneller B. Oh, ist das schön und da... Ich sag's lieber danach. Nico gegen Dupree. Ja, die Runde ist durch, geht saven. Da ist nichts mehr. Plant geht durch und diesen kleinen Spot, den brauchst du eigentlich nicht mehr angreifen. So gut Astralis auch im Retake ist, den brauchst du nicht mehr angreifen. Und das machen sie auch nicht. Das machen sie auch nicht. Ja, und das ist, wer schon bei Nuke dabei war, das ist faktisch das Gleiche. Auf Nuke war es aber ein Timeout von Heroic. Gegen Ende des Spiels, da stand es, glaube ich, 14-9, 14-10, irgendwie so. Und da hat Heroic den Timeout gezogen und hat einfach komplett das Tempo geändert. Jede Runde bis dato nicht vor 40 Sekunden, 30 Sekunden Execute gestartet und dann einfach mal einen schnellen Halle-Go gespielt und der hatte Astralis komplett überfordert. Und jetzt zieht Astralis den Timeout. Heroic bespricht sich natürlich auch und sagt, ey komm, das hat doch vorhin funktioniert. Rätsi, sei ruhig. Das hat doch vorhin funktioniert und jetzt machen wir das Ganze nochmal. Kompletter Tempowechsel, wir gasen einfach auf den B-Spot drauf, überraschen Astralis wieder mit einem schnellen Tempowechsel und kippen, nachdem wir 7-0 hinten gelegen haben, vielleicht die Halbzeit von 0-7 auf 8-7. Also, wir reden hier über ganz viele Themen nicht und eins davon ist mein Face dran. Aber danke, Rätsi, dass du es angesprochen hast. So, und das ist schon wieder Tempo. Jetzt war ich gerade kurz raus. Das ist schon wieder das Tempo, mit dem Astralis nicht klarkommt. Und der beachtet da überhaupt nicht drauf, ob da vielleicht jemand offensiv im Connector steht. Und dann ist es die Weiße, da auch noch im Window fällt. Die Runde ist schon wieder ripped. Die stehen zu dritt im CT, die können überhaupt nichts mehr machen. Da muss man jetzt nur noch die Utility, die man hat, gut einsetzen. 4 Flashes, ein Molly könnte man auch nochmal zum Verzögern bringen. Man versucht dann nochmal zu retaken. Vielleicht ein Ninja, irgendwas muss man machen. Aber das wird nichts mehr werden. Die Smoke liegt da auch total beschissen. Nein, das war's. Das holt Astralis hier nicht mehr. Letzter Spieler. Und ja, der wird dann auch nochmal weggehauen. Und dann ist es 8-7. War natürlich die letzte Runde hier. Saven hat natürlich keinen Sinn mehr gemacht. Aber unglaublich, wie Astralis das Ganze hier nochmal rausrückt. Das kann doch nicht wahr sein. So, ich hau nochmal ganz kurz mein Gesicht rein.
In der späten Abendsonne, hätte ich schon fast gesagt, von Wolfsburg triumphiert meine hässliche Visage auf euren Monitoren. Ist das nicht schön? So, also, was können wir aus dieser Partie ziehen? Heroic lässt sich einfach komplett nicht aus der Ruhe bringen. Hat ein bisschen Glück an manchen Stellen, aber darauf kann man es am Ende einfach nicht zurückführen, dass das hier eine glückliche Sache war. Man hat Astralis dann in den letzten beiden Runden einfach auch wie auf Nuke am Ende einfach komplett mit Tempowechseln aus dem Konzept gebracht. Ja, und dann steht es eben am Ende so, wie es steht. Man verliert 8 Runden in Folge auf der T-Seite Mirage hier aus der Sicht von Astralis. Und das darf eigentlich nicht passieren, nachdem man so stark in diese Map gestartet ist. Ja, und dann kann man eigentlich nur noch hoffen, dass Astralis aufwacht. Und dass Heroic jetzt hier nicht noch irgendeine Bombe zündet auf der CT-Seite. Aber normal, Astralis eigentlich auch relativ T-stark auf DE Mirage. Und dann wollen wir natürlich hoffen, dass sie hier nochmal einen schönen Schlagabtausch sich liefern. Auf Nuke ging es ja auch immer hin und her. Vielleicht sehen wir jetzt ja auch nochmal ein bisschen Ping-Pong und es wird dann nochmal ein bisschen spannend. Es ist natürlich gerade spannend, aber wollen wir nicht hoffen, dass sich ein Team komplett absetzt. Ich hätte hier auch gerne eine Overtime oder ähnliches, bin ich immer für offen. Ich denke mal, das Schönste für einen neutralen Beobachter ist natürlich die Overtime. So, jetzt schaue ich nochmal ganz kurz in den Chat. Astralis muss gewinnen, sonst RIP 90 Euro. So sieht's aus. Ich wünsche dir natürlich Glück, dass deine Wette aufgeht. Ich hatte vorhin noch Fragen gesehen, aber die müsste ich jetzt, glaube ich, weit hochscrollen. Ich suche gerade noch ein bisschen. Was hältst du davon, dass Tess jetzt erstmal raus ist? Finde ich schwierig. Finde ich relativ schwierig, weil ich glaube nicht, dass Tess eigentlich das größte Problem von Virtus Pro war. Aber ich denke generell vielleicht mal ein neuer Spieler bei Virtus Pro, so gern man natürlich auch die Jungs eigentlich so zusammenspielen sieht, wie sie denn nun mal zusammenspielen, kann da natürlich einfach vielleicht nochmal das kleine bisschen Wind in den Segeln geben. Also das nochmal zu der Frage, die vorhin in den Chat reinkam. Und wir gehen wieder rein ins Spiel. Astralis gegen Heroic. Wir sind auf der zweiten Map und die heißt DE Mirage. Und Astralis hat sich hier gerade 8 Runden lang nicht mehr richtig gewehrt. Und jetzt müssen sie sich auch nicht mehr wehren, denn jetzt müssen sie angreifen. T-Seite heißt es und es soll hier ein schneller Absco werden. Rubino steht da close mit der USP, kann sich nochmal retten, hat Support von kurz. Rubino sogar mit 2 Frags. Yugi kommt da auch schon direkt raus. Nappi hat auch schon direkt Support und das könnte hier die verlorene Piste gleich sein für Astralis. Sogar nochmal einen schönen Mate-Headshot. Und es ist Glaive. Die Bombe nicht in Reichweite. Keine gute Position, im Gegensatz zu den Heroic-Spielern, die sich jetzt schön an kurz positioniert haben. Da kriegt er zwar nochmal ein Head rein, aber jetzt sollten sie sich einfach nicht mehr zeigen. Molly will da einfach ein bisschen zu viel, verliert dann nochmal sein Leben und bringt es nochmal auf 1 gegen 1. Trotzdem immer noch der Vorteil für Nico, der zwar Low HP hat, aber der eigentlich nur warten muss, dass Glaive kommt. Aber es ist eklig, an diesem Spot jetzt hier das zu spielen. Du weißt nie, wo der Gegner kommt und das wird hier auch Glaive zum Verhängnis. Guckt da zur falschen Richtung. Nico geht da einfach offensiv vor, holt den Frag und dann ist es die Pistol-Round für Heroic. Die jetzt quasi, im Prinzip die 9. Runde in Folge. Das heißt quasi, es ist die 9. Runde in Folge. Also, Heroic, zweimal die UMP dabei, sogar ein drittes Mal. Einmal Farmers und Yugi, wer hätte es anders gedacht, ist da auf der Scout. Dupree auf AK auf der anderen Seite. Wurde da gelegt, aber da gibt's direkt mal Backenfutter. Yugi mit den Headshot rein. Yugi Nummer 2 und der hat so viel Spaß an diesem Gerät. Zipex und Device sind noch da. Und Zipex, der wartet dann nur darauf, dass er ein Köpfchen sieht. Wird aber nichts. Device währenddessen gegen Snappy einen Frag zumindest bekommen. Aber die Runde sollte es da nicht mehr sein. Und Yugi, das ist unglaublich, wie der hier... Ja, das ist wie im Training, was der hier macht. Tontaubenschießen. Auch wenn ich mal darauf hingewiesen wurde in dem Stream, dass Tontaubenschießen gar nicht so einfach ist. Und dann sollte man das natürlich auch nicht so verwenden, als wäre es einfach. Aber es ist natürlich trotzdem eine nette Redewendung. So, Device auf dem Spot. Bombe liegt im Nirgendwo. Und Nico haut ihn da auch nochmal aus dem Leben und aus den Socken. Damit jetzt Full Eco Astralis. Ja, und damit in den meisten Fällen ist es natürlich schon das 11:7 für Heroic. Nabend Dodekai. Fühl dich wohl, setz dich hin und genieß das schöne Spiel. So,
So, auf in die nächste Runde. Wie schon angesprochen, Full Eco Australis. Keine Granaten dabei, gar nichts. Will sich natürlich nächste Runde da voll verausgaben. Und diese Nate, die hat Glaive richtig wehgetan. Jetzt der Molly. Ja, und da werden sie jetzt durchlaufen. Ne, zwei warten nochmal, lassen der Magiska alleine sterben. Oh, die Weiß wird jetzt auch gleich sein Ableben finden, macht da zwar nochmal gut Schaden, mehr aber auch nicht. Bombe zieht sich zurück, man hat nämlich noch zwei Spieler im Palace stehen, aber da sagt Moddy einfach mal guten Tag. Nummer 1, Nummer 2, ja, und dann Glaive, der nochmal zurückrotiert. Ja, eine Glock mit 16 AP gegen 5 Spieler, das kann nicht viel werden. Wenn Rubino jetzt noch ein bisschen offensiv reingeht, könnte er sich vielleicht noch seine Waffe da schnappen. Der wäre natürlich auch One-Click, aber Nico zielt natürlich da auch ab und hat dann den Spieler in Apps. Ja, und dann eben wie angesprochen ist es das 11-7. So, man upgradet die Waffe nicht. Was heißt, wir haben jetzt immer noch MP9, wir haben immer noch UMP, wir haben immer noch Farmers bei Heroic. Und damit jetzt eine Ecke mehr Firepower bei Astralis. Und man will hier wieder Richtung Apps was probieren. Kann man so die erste Runde holen. In der Pistol Round hat es knapp nicht gereicht. Aber wenn man mal ehrlich ist, so richtig den Spot hatten sie eigentlich nie. Hätten sich da vielleicht noch glücklich zurückschießen können. Und Rubino, der schließt hier offensiv aus mit der MP9. Das ist genau das, was er mit dieser Waffe machen muss. Und jetzt hat man das Haus hier schon offensiv drin. Man smoked einfach weiter hier ab. Und weiß ganz genau, okay, entweder steht Astralis jetzt dahinter oder die schieben rum. Aber die können uns hier zumindest jetzt erstmal nicht überraschen. Zieht sich jetzt aber auch aus der offensiven Position zurück. Das weiß Astralis natürlich nicht. Währenddessen ist Snappy einmal komplett durchgepusht. Und außer Informationen verliert er hier zwar noch sein Leben. Weiß jetzt aber ziemlich wahrscheinlich, okay, da wird ein bisschen Rotation stattfinden. Astralis hat aber immer noch genug Zeit, um hier noch ein bisschen was zu probieren. Man schickt jetzt einen Spieler Richtung Mitte oder zumindest gegen einen potenziellen Push in der Mitte, lässt einen in App stehen, weil er natürlich auch potenziell die MP9 durchpushen könnte, schiebt aber die Bombe und einen weiteren Spieler Rampe und Palace. Und da heißt es für den Palace-Spieler jetzt vielleicht irgendwie den First Frag ziehen und seine Leute dann nachziehen. Am B-Apps wird nichts mehr pushen und man ist mit drei Spielern auf dem A-Spot. Man schnüffelt das einfach gerade bei Heroic, dass die Bombe jetzt Richtung A marschiert. Viel Zeit ist nicht mehr. Noch könnte man die Bombe rumrotieren. Man weiß natürlich nichts von der schönen Überraschung, die man hier vorbereitet hat. Und jetzt kommt der Plant, der Fake auf den B-Spot, aber der geht ja komplett ins Leere. Der geht komplett ins Leere. Da war niemand da, der den Fake hätte mitbekommen können. Und damit auch überhaupt keine Verschiebebewegung. Man hat die Bombe geholt, man hat die Runde geholt. Ja, das war einfach mal riskant spekuliert von Heroic. Aber am Ende ist es aufgegangen. Ja, G2 gegen Fnatic läuft nebenbei bei Jitco. Immer das andere Spiel, was nebenbei parallel läuft in der ESL Pro League, seht ihr bei Jitco. Und ja, wenn ihr das eine Spiel sehen wollt, guckt bei mir. Wenn ihr das andere Spiel sehen wollt, könnt ihr bei Jitco gucken. Also wir haben beide Spiele natürlich abgedeckt. Jetzt zumindest. So, Astralis. Dass man jetzt gegen so einen Reed natürlich verloren hat, ist ärgerlich. Aber Heroic, ja, lässt man die Bombe da in B-App stehen, dann sieht Heroic kacke aus. Dann geht's einfach rauf für Astralis und dann hat man wahrscheinlich auch eine relativ sichere Runde am B-Spot. Ja, und so ist es natürlich für Astralis einfach nur bitter. So, was probiert man jetzt? Man hat jetzt viel probiert in den B-Apps und jetzt vielleicht, naja, man hat vier Mann jetzt in der Mitte positioniert. Vielleicht ein Window Boost hat Heroic auch oft probiert. Mit Nico da im kleinen Döner drin und dem anderen Support noch von hinten aus dem Loch könnte man natürlich was machen. Smoke kommt jetzt. Würde zumindest Nico abschirmen. Aber man bleibt weiter in der Mitte. Man weiß, kurz ist frei. Wir könnten kurz durch und man rechnet mit Nico da. Ist das gut? Ist das gut? Und jetzt ist er gesprungen und er bekommt gar keinen Hit rein Richtung Nico. Aber zumindest der Refrag drinnen. Aber Astral ist da einfach geschnüffelt. Nico wird da bestimmt irgendwo drin sitzen. Boah. Device und Zipex mit den beiden Frags hier. Aber
Aber das Ding ist immer noch nicht safe. Man kann zwar die Bombe erstmal legen. Oh, die Weiß hat eine gute Posi. Jetzt muss man den TT-Spieler ausschalten. Yugi darf keinen Frag bekommen. Und den bekommt er auch nicht. Und damit für Rubino eigentlich verlorene Runde. Aber Magis, der will es dann nochmal ein bisschen schneller haben. Und damit Astralis zumindest bei Runde Nummer 8. Gerade läuft bei Jitko Navi gegen North. Dann tut es mir leid für den Fehler. Ich habe es gerade nicht auf dem Schirm, was gerade noch läuft. In dem zweiten Spiel. So, Tactical Timeout Heroic. Und das ist auch wieder mega stark. So doof sich das auch anhört. Aber jetzt zu sagen, okay, wir haben jetzt, ich weiß nicht, wie viele Runden in Folge gewonnen. Das waren allein schon 8 Runden auf der T-Seite. Und jetzt haben sie nochmal 12, 4. Ja, insgesamt 12 Runden hat man in Folge eigentlich geholt. Ja klar, 12 Runden hat man geholt, hat jetzt eine verloren. Ja, da wird natürlich der gute Deathray hier gerade mal ein bisschen wuschig. Also, 12 Runden in Folge hat man geholt, verliert jetzt einen und sagt sich sofort, Handbremse ziehen. Erstmal kurz quatschen. Wir wollen hier auf jeden Fall das 2-0 gegen Astralis holen. Das wäre absolut krass, wenn sie das hier schaffen. Wie können wir jetzt stehen gegen Astralis? Was spielt Astralis im Moment? Man weiß, okay, da geht oft was schnell Richtung B-Apps. Da kommt mal direkt ein Molly zum Konter. Und sonst hat Astralis, wie viele Teams, erstmal die Mittekontrolle lieb. Was schnell ist Richtung A, haben wir eigentlich noch gar nicht gesehen. Das kommt dann, wenn immer, sehr, sehr delayed. Aber jetzt baut man sich auf und jetzt soll es dann wahrscheinlich doch ein kontrollierter Go Richtung B werden. Smokes kommen. Mal über kurz. Hat er noch Assistance, der gute Rubino. Aber jetzt muss er es erstmal hier alleine machen. Kitchen kommt. Oh, Rubino. Der holt ein bisschen Zeit raus, aber keinen Frag. Macht zwar ein bisschen Schaden, aber keinen Frag. Und das eröffnet Astralis hier erstmal viel Raum. Yugi, der zieht da einfach mal kurz durch die Smoke und holt sich die Pre. Stark gemacht von ihm. Das hält hier Heroic im Spiel, wenn sie es denn überhaupt noch probieren wollen. Snappy nochmal über B-Apps und die Bombe liegt noch nicht. Es wäre noch genug Zeit, um den Retake anzusetzen. Snappy, und der hat hier einen leichten Frag gegen Glaive, der dann nochmal über die Mitte kommen wollte. Ja, Heroic wird es nicht mehr probieren, das ist mittlerweile klar. Aber sie können es nochmal teuer machen für Astralis. Nico, 22-13 auf der anderen Seite. Device, der ist immer oben zu finden. Immer jemand, der Astralis trägt, auch wenn es beim Rest des Teams mal nicht läuft. Ja, und dann ist es die so wichtige Folgerunde. Hätte man die jetzt wieder verloren, klar, hätte man noch ein bisschen Geld gehabt. Aber es wäre geldtechnisch schon wieder schwierig geworden bei Astralis. Und so hat man die so wichtige Folgerunde eingetütet und mit nach Hause genommen. Also 12-9. Ja, und das Heroic heute gerne Force, das müssen wir nicht mehr weiter erwähnen. Und nach mir die Sinnflut, denken sie sich, entweder wir holen die Kiste hier jetzt mit diesem Force bei, und das haben sie jetzt schon so oft gespielt, oder aber wir müssen danach wieder in die Eco rein. Und ich traue denen das durchaus zu. Wenn Yugi hier an der AWP eskaliert und selbst Rubino an der MP9, der kann da durchaus mal einen crazy Move spielen, so gut wie die gerade drauf sind. Astralis, Mittekontrolle, wieder das gleiche Thema. Diesmal nichts Richtung B-Apps erstmal geplant. Die Bombe wird sich da wahrscheinlich gleich auch. Ja, wobei, hätte jetzt gedacht, man geht in den Connector rein, dass man jetzt gleich über den Weinkeller schiebt. Aber man schiebt wahrscheinlich nochmal über den T-Spawn zurück und will dann über Connector und über Palace executen. Aber da ist ja noch niemand da von Ramp und von Palace. Man versucht erstmal nur über den Connector zu regeln. Und das könnte sie ja viele Leute kosten bei Astralis. Denn noch steht man mit 2 Mann auf dem Spot. Und jetzt ist erst der Support da. Die Weiß hat er gesehen, von Kurz ist auch noch was da. Man hat keine Smoke mehr, um Kurz abzudecken. Das heißt, man muss auch komplett aufpassen, was da jetzt von Kurz aus passiert. Und jetzt der letzte Spieler bei den Connector gefallen. Zipex bekommt zwar nochmal einen Eco, aber man hat immer noch 3 Spieler bei Heroic. Und man bekommt den Jungle-Spieler. Und das war wichtig. Aber Yugi hat sich sofort mit seiner AWP hingestellt. Rechnet man direkt damit, dass noch einer da steht. Yugi ganz sicher getroffen. Und dann haben wir nur noch Magisk. Und der hat sich die Bombe geholt. 20 Sekunden auf der Uhr. Ein Spieler in der Mitte. Einer aus dem CT. Faked den Plant an. Modi zieht dann ein bisschen delayed rum und holt sich den Frag. Ja, und dann ist es die 13. Runde für Heroic. Zumindest kann Astralis kaufen. Magisk kann da auch gut eine legen, wenn man da nicht unbedingt zwingt auf die AWP möchte.
Natürlich könnte man auch jetzt hier ein paar Pistols legen und eine Eco spielen, aber das wird nicht das sein, was Astralis hier machen möchte. Man möchte bestimmt nicht die 14. Runde hier abgeben. Ah, die 14. Runde für Heroic dann. So, und damit Tactical Timeout Astralis. Na, was geht denn jetzt durch den Kopf, nachdem man das gerade wieder mal ein bisschen verspielt hatte, die Runde? Ich weiß nicht, wie es ausgegangen wäre, wenn man vielleicht einfach sowohl von Rampe Palace als auch von Connector Druck gemacht hätte und nicht nur erstmal die drei Spieler vorgeschickt hätte und dann delayed zu kommen. Vielleicht hätte man da einfach direkt von beiden Seiten die Zange zumachen sollen. Ja, aber hätte, wäre, könnte, ist aber nicht. Man kauft und man hat eigentlich genug. Eine CZ ist verkraftbar. Und die Runde muss es jetzt sein. Schafft Heroic jetzt hier die Runde zu holen, dann ist das Spiel schon halb weg für Astralis. Danach vielleicht nochmal ein Force-Buy und wenn der dann rausgenommen wird, dann ist es kein Geld in der letzten Runde. Also das ist eine unglaublich wichtige Runde für Astralis und das ist fast das gleiche Bild, was wir auch auf Nuke hatten. Vom Rundenstand her und auch von der Situation her, was das Geld angeht. Astralis muss jetzt die Runde holen und das haben sie gemacht auf Nuke. Die Frage ist, ob sie das jetzt hier nochmal wiederholen können. Glaive, ja, man rechnet wieder mit Rubino, der stand da schon mal und der hat sich wieder im Mini-Döner positioniert und Glaive wird da warten, bis der gute Junge kommt oder man wagt halt den Boost, wäre natürlich riskant, aber man hat halt wieder so ein sicheres Gefühl, der muss da doch wieder stehen. Währenddessen schon zwei Spieler an der Rampe, einer am Palace und man kann jetzt dieses Mal zumindest von allen Seiten exekuten, das was letzte Runde zeitlich nicht so ganz geklappt hat. 45 Sekunden auf der Uhr, man kann ganz in Ruhe den Go ausspielen, Smoke Richtung Jungle kommt, Flashes kommen, damit Snappy erstmal aus dem Spiel genommen und man wird es auf Retake spielen müssen, denn jetzt fällt auch noch der CT-Spieler, jetzt fällt der Spieler am Connector, jetzt haben wir noch einen im Jungle und einen von kurz, Bombenplant wird durchgehen, es sei denn, Rubino kommt da jetzt irgendwie komisch durch, Molly da aber ein bisschen zu spät, hätte den Planter vielleicht 3 Sekunden vorher nochmal gut überraschen können mit diesem Molly. Und so ist es ein 3 gegen 3 Retake. Magus macht da nochmal eine große Runde, will dann nochmal über die Mitte kommen. Und Heroic macht das gut. Nimmt direkt erstmal den Spot ein. Und wenn man jetzt noch ein bisschen Utility hätte, die man nicht hat, könnte man sich hier nochmal schön die Bombe einsmoken. Ist aber nicht. Jetzt ist es Yugi mit der AWP im 1 gegen 2. Der holt sich da die Nummer 1. Holt er sich auch Connector? Nein! Der Pre-Fire-Shot durchs Holz, der hätte er vielleicht lassen sollen. Dann wäre es eine gute Möglichkeit gewesen, den Connector-Spieler zu holen. Aber so ist es die Runde für Astralis. Und Astralis. Okay, wir haben die Runde geholt. Jungs, wieder durchatmen. Wir nehmen nochmal ein Timeout. Wir haben noch Timeouts. Wir nehmen die jetzt auch. Und wir besprechen uns nochmal ganz in Ruhe. Also für sie natürlich auch so eine Situation, in der man eigentlich nicht sein möchte. Man ist hier das Favoritenteam. Und man hat hier Runden teilweise sehr fahrlässig verdaddelt. Trotzdem gut zu sehen. Astralis nimmt das Ganze ernst. Warum auch nicht? Es ist die ESL Pro League. Aber ziehen alle Register. Ziehen auch alle taktischen Register, um hier nochmal ein bisschen was zu machen. Um das Spiel nochmal irgendwie zu drehen. So, dieses Mal ja quasi ein bisschen umgestellt. Sonst waren es immer 2 in den Apps und 3, die die Mitte eingenommen haben. Jetzt nimmt man mit 2 Leuten die Mitte ein und versucht mit dem Rest Stress zu machen Richtung B-Apps. Man weiß natürlich auch, Heroic hat kein Geld. Das heißt aber bei Heroic wenig, denn die forcen eigentlich fast immer rein, dieses Spiel. Und auch auf der letzten Map. Boah, Yugi, hätte da jetzt einer gesessen. Dann gäbe es aber Applaus. Boah, Snappy nimmt sich Nummer 1 und das ist nicht wahr. Der kann sich hier fast noch Nummer 2 nehmen, aber der kommt sogar nochmal weg. Das darf doch nicht sein. Ah, jetzt aber Astralis den Spot gecleared. Rubino aus den, ja, aus der Kitchen wird auch sofort rausgenommen. So, dann ist es eine sichere Runde, die Astralis hier spielt, um auf 11 zu 13 ranzukommen. Oh, die weiß. Ja, am Ende kann er auch noch den Frag machen nach dem Anschuss. Und wichtig, dass man bei Astralis auch nochmal so viele Waffen durchbringt. Zieht jetzt Heroic auf der anderen Seite ein Timeout? Ich weiß es nicht. Ich glaube, man wird jetzt erstmal eine Eco spielen.
Ein bisschen was könnte man sich erlauben. Ich glaube, man bespricht sich da gerade noch. Ne, man spielt die Fullspar. Also gar nichts außer eine Flash. Und das heißt, wahrscheinlich wird irgendwo gepusht. Und so sieht es auch aus in der Mitte, beziehungsweise hier Richtung Weinkeller. Der Boost. Auch mit der USP, ob er da so viel Schaden machen kann. Und nur einen auf Jungle abgestellt, um da die Informationen zu sammeln. Denn Astralis ist da schon mit zwei Leuten vor. Und das haben sie in den vorherigen Runden nicht gespielt. Und das heißt, man weiß natürlich, jetzt sollte eigentlich Heroic vielleicht wieder nicht mehr viel haben. Man hatte ein bisschen gekauft letzte Runde bei Heroic. Und deswegen können wir jetzt auch mal direkt probieren, hier an A vorzugehen, um vielleicht auch da irgendeinem Mitte-Stack entgegenzuwirken. So, und das ist dann kleine Kinderschnitzerei für die Jungs von Astralis. Holen da die Eco weg und jetzt geht es eben aufs Ganze. Jetzt wieder eine wirklich wichtige Runde. Wer holt sich jetzt diese Waffenrunde? Yugi an der AWP. Der hat sich immer sehr, sehr variabel eigentlich positioniert. Jetzt ist er immer wieder quasi standardmäßig in seinem Window. Aber durchaus auch schon an vielen Positionen vertreten gewesen. Und auch sehr schnell in der Rotation, wenn es dann heißt, da kommt was Richtung B, schnell von der Kitchen da. Und hat da auch schon gut geholfen in einigen Runden. Aber jetzt dann vielleicht auch langsam der Zeitpunkt, wo man bei Heroic vielleicht nochmal den Timer ziehen müsste. Einfach um noch ein bisschen den Fluss bei Astralis rauszunehmen und sich vielleicht auch ein bisschen zu besprechen, was lief in der ersten Runde, was jetzt nicht lief. Modi. Ja, und damit ist der Palace erstmal clear. Man muss nur noch mit Rampe dealen, aber Glaive bekommt da auch komplett geflasht ist nochmal irgendwie den Frag. Und jetzt ist es Yugi, der hier vielleicht wieder den Unterschied macht. Und Rubino sieht da Magis rausspringen und das ist ärgerlich. Bombe kann man auf den Spot bringen, aber mehr wird's nicht. Yugi kann sich dann nochmal einen Frag schnappen und es ist die Weiß allein mit der AWP und der Bombe. Von CT der Spieler noch nicht da. Ein Plant könnte vielleicht sogar durchgehen. Aber auch dazu kommt es nicht. Will er lieber nochmal vorher einen Frag ziehen. Das schafft er nicht. Nico nimmt ihn raus. Ja, und das ist eben eine richtig wichtige Waffenrunde gewesen für Heroic. Man wird sich damit kein großes Moneypolster aufbauen. Dafür hat man auch nochmal ein bisschen Waffen liegen lassen. Aber bei Astralis ist es halt wieder, ja, im Prinzip jetzt die Situation, dass man diese Runde schon wieder eigentlich nicht verlieren darf. Also, ran jetzt bei ihnen. Und Astralis macht es jetzt mal ein bisschen anders. Zwei Mitte-Kontrolle, eine Rampe. Und man versucht es dann über den Underpass noch zu regeln. Jetzt könnte ich mir auch mal einen Boost Richtung Window vorstellen. Den hat Astralis tatsächlich noch gar nicht gespielt. Den haben wir bei Heroic relativ häufig gesehen. So, man hat die komplette Kontrolle in der Mitte. Keine Angst vor Kurz, keine Angst vor Window, höchstens. Der Connector haben sie auch gesmoked. Man kann jetzt durch. Und man will jetzt wieder gucken, ob man da vielleicht Rubino kriegt, der vielleicht wieder am Mini-Döner steht. Diesmal ist er aber nicht da. Oh, Nico, das kann ja nicht sein, dass Glaive da überhaupt keine Intention mehr Richtung Kurz hatte. Bringt sie hier früh in die Unterzahl. Oh, Snappy, einfach mal eiskalt raus da über den Connector. Der hat gerade richtig los, der holt da auch sofort den Frag, auch wenn er da viel Leben verliert. Aber die Weiß und Dupree, die exekuten jetzt über die Rampe und bringen das Ganze wieder auf 3:3. Es kann schon wieder der Kurzspieler den Unterschied machen. Nein, Nico fällt damit kein Support mehr von Kurz. Wir haben noch einen Spieler, der geht jetzt über den Jungle. Und Modi über den Ninja. Der nimmt sich noch einen Frag. Rubino kommt dann über den Support vom Jungle, den ich angesprochen hatte. Und es ist nur noch Dupree und der hat 4 AP. Das könnte jetzt spielentscheidend sein. Dupree nimmt sich Modi und wir sind nochmal im 1 gegen 1. Rubino noch mit Full HP, aber ein Headshot reicht natürlich da auch aus. 14 Sekunden, der Plant wird durchgehen. Und Dupree, der sieht ihn, aber das reicht nicht. Das reicht nicht. Ja, Rubino freut sich dann nochmal ein bisschen. Will da irgendwie an die AWP ran, jetzt hat's geklappt. Ja, und das heißt wenig Geld in der spielentscheidenden Runde jetzt hier. Oder Map-entscheidenden Runde bei Astralis. Ah, 3-3, 3-3, 3-6, noch 4-9.
Klar, das ist nicht nichts, aber das ist auch nicht das, was man sich eigentlich wünscht in der entscheidenden Runde. Und da werde ich nochmal ganz kurz erinnert. Knochenregel Nummer 7, wollen wir nicht vergessen, wer die 15. Runde holt, holt meistens nicht die Folgerunde. Mal sehen, ob sich das jetzt hier bewahrheitet oder ob Heroic hier den Sack zumachen kann und insgesamt dann mit 16-10 und mit 16-12 2-0 in der ESL Pro League gewinnt gegen Astralis. Wäre eine kleine Überraschung an diesem Tage. Heroic natürlich alles, was das Herz begehrt. Und jetzt will man ja eigentlich relativ Standard spielen. Zwei Rampe, zwei Pelles und raus da. Die Weiß schon gefallen, aber man bekommt den Unterholzspieler und man kann jetzt mit den Smokes eigentlich den Spot einnehmen oder auch schon auf den Plant gehen. Man ist jetzt sogar noch in Überzahlsituation. Es sind nur noch Yugi und Rubino. Oh, und Yugi, der riecht da Glaive. Der holt sich Glaive. Oh, Yugi, der ist gut drauf. Und man hat noch genug Zeit für den Retake. Yugi zwar ohne Kit, aber Rubino hat eins dabei. Jetzt müssen die Frags fallen und da facepawn nochmal Yugi. Und da zieht Rubino rum. Das hätte der Frag sein müssen für Rubino. Den bekommt er nicht und damit überleben Zipex und Dupree. Mit ganz, ganz wenig AP. Aber die Knochenregel hat wieder zugeschnappt. Und was das wirklich Gefährliche gerade war, ist nicht auf der anderen Seite. Denn Heroic hat jetzt kein Geld mehr. Und das heißt jetzt sparen. Die Runde wahrscheinlich abgeben. Und selbst in der letzten Runde hat man gar nicht mal so viel Geld, denn man hat natürlich überhaupt keinen Loser-Bonus. Teilweise sind Leute weit unter 2k. Das ist dann auch nicht das, was man sich eigentlich wünscht. Wenn wir jetzt einmal von dem Fall ausgehen, dass man diese Eco hier verliert, dann ist das auch schon ein sehr, sehr wahrscheinlicher Fall für eine Overtime. Oh, Nico von Kurz, der kann nichts machen. Ja, und ich glaube nicht, dass hier viel gehen wird. Man verliert hier noch weitere Spieler. Ja, und das ist gegessen. Und es kommt auf die letzte Runde an. Ich habe gerade nicht mehr alle Geldwerte im Kopf bei Heroic. Aber da waren ein paar Leute unter 2k und teilweise weit unter 2k. Da werden wir bestimmt die ein oder andere UMP sehen. 3-7, 3-9, 3-1, 3-3, 4-3. Das ist eine Möglichkeit, nochmal ein bisschen was zu kaufen, aber nicht viel für die letzte Runde. Und da zieht man. Und ich hätte schon fast callen können, den Timeout. Den letzten Timeout hier wohl in der Partie. Heroic muss sich da nochmal besprechen. Was machen wir gerade falsch gegen Astralis, die ihr Spiel jetzt mittlerweile ein bisschen variabler machen. Und nicht mehr die Angriffsflächen geben, die sie noch am Anfang der Partie gegeben haben. Haben sich so langsam gefangen. Ja, alles ist möglich. Astralis kann das Ganze hier in die Overtime bringen und drehen. Aber auf der anderen Seite kann Heroic natürlich auch andersrum jetzt. Ja, wie schon erwähnt hier, UMPs, Farmers, mehr ist da nicht. Heroic kann den Sack dicht machen, Astralis kann es in die Overtime bringen. Was jetzt passiert, sehen wir in dieser alles entscheidenden Runde. Und Astralis, was spielen sie in dieser Runde? Mittelkontrolle, wer hätte es gedacht? Standardaufbau, aber die Bombe in B-Apps. Und da ist jemand, der hat richtig Lust zu pushen. Und wenn man jetzt die Bombe hier bekommt, Snappy, bleibt dann da an seiner Position stehen. Hätte der hier irgendwie den Frag bekommen in den BFs, hätte das natürlich kritisch werden können. Also Bombe weiterhin in BFs positioniert. Man könnte sich natürlich auch über die Mitte dann von Kurz, das wird wohl der Plan sein, durchhangeln zu B. Und da ist nur ein Spieler und der steht in den BFs und das ist Snappy. Und wenn Snappy jetzt hier nicht den Bombenträger, der die Bombe gerade gedroppt hat, irgendwie wegholt, dann ist der B-Spot eigentlich komplett frei. Bombe liegt da, rechnet nicht mit Zipex, oder? Nein, rechnet er nicht. Wird geholt. Und damit nur noch drei Spieler und die kommen hier. Oh, ist das Moddy mit den Doppelfrag und der Farmers. Und damit ist es wieder Überzahlsituation für Heroic. 3 gegen 2. 2 über Kitchen. Rubino dann noch im Mini-Döner wird gleich über Kurz kommen. Und fängt der jetzt hier die Weiß ab oder bekommt die Weiß den Frag? Das ist schon eine sehr entscheidende Situation. Die Weiß bekommt den Frag nicht. Und damit muss Zipex hier im 1 gegen 3 die Bombe verteidigen. Zipex auf dem Spot. Moddy, man weiß, K ist frei. Er kann höchstens Bench oder irgendwo an Side stehen. Und Zipex, und dann ist es das auch. Und da kann er eigentlich auch nichts mehr machen. Und dann ist es 16 zu 14 für Heroic. Und damit holen sie sich sowohl Map Nummer 1 als auch Map Nummer 2. 16-10 und 16-14. GG, well played, Heroic.
Ja, wunderbares Spiel hier an dieser Stelle. Ich mache die Musik mal ein bisschen leiser. Ja, also Heroic am Ende dann doch noch mit dem Zuschlag. Erst haut Astralis voll rein, 7-0, dann geht's das Comeback. Dann kommt Astralis aber wieder zurück. Eine Menge, ich sag euch nochmal ganz kurz hier, die ein paar Key-Szenen werden gerade nochmal gezeigt. Ich versuche nochmal ganz kurz rüber zu holen. Ja, hier sehen wir es nochmal. Da steht es gerade 15-0 für Astralis. Dann hatte man 7-0, dann hat man eine Runde abgegeben. Und diese knappe Runde da, in der nicht mehr defused werden konnte, hat dann eigentlich das eröffnet, was wir gesehen haben. Nämlich, dass Heroic erstmal wiedergekommen ist. Und nachdem man sowohl in der zweiten Halbzeit als auch in der ersten Halbzeit dann gut gespielt hat bei Heroic und auch direkt mal 12 Runden in Folge im Prinzip geholt hat, kommt Astralis dann nach ein paar Timeouts nochmal gut zurück. Aber dieser Doppelfrag von Modi, den wir gerade sehen, hat dann vielleicht am Ende auch den Unterschied gemacht in dieser Runde. Ja, und dann noch die Weiß natürlich, der an kurz gefallen ist. Und dann ist es ja, 2-0 für Heroic. Wer hätte das am Anfang gedacht? Wahrscheinlich wenige. Vielleicht haben ein paar von euch drauf gesetzt. Ich weiß es nicht. Ja, GG. Well played an dieser Stelle. Hier geht es übrigens bald weiter mit Ninjas in Pyjamas gegen die Space Soldiers. Und was da passiert und was ihr hier dann noch sehen könnt, darüber werden wir gleich reden. Wir machen gleich nochmal ein kurzes Päuschen. Jetzt habt ihr nochmal ganz kurz hier Fragestunde und ich erinnere euch natürlich nochmal Ausrufezeichen Feedback. Da könnt ihr schreiben, wie euch der Cast gefallen hat. Wie gesagt, hilft mir und ist natürlich auch für euch dann gut, wenn ich mich verbessern kann oder ja, was ihr auch immer zum Cast loswerden wollt, könnt ihr natürlich dann hier reinhauen. Wie gesagt, gerne auch, was ihr nicht gut findet.